Hallo, hier ist euer Felix. Heute zum Thema Achslager beim BMW E39-Wechsel an der Hinterachse und was für ein Aufwand das ist. Kunde fragt, ob wir das wechseln können. Haben wir gesagt, ja. Allerdings kann man ihm keinen Preis sagen. Und warum das so ist, das zeigen wir euch jetzt hier im Video, wie wir da vorgehen und warum man die Kostenschätzung eigentlich bei so alten Fahrzeugen ab 15 Jahre oder auch manchmal auch ab 10 Jahre so schwierig ist. Wie gesagt, wir haben jetzt hier auf einer Seite schon mal das Lager ausgebaut, haben wir rausgepresst mit einem speziellen Werkzeug. Das zeigen wir euch auf der anderen Seite. Und was wir auch zusätzlich gemacht haben, ist den oberen Lenker gewechselt. Der ist im Endeffekt von hier verschraubt und innen rein. Dazu haben wir den Stoßdämpfer lösen müssen und haben das alles im Endeffekt jetzt ausgebaut. Und wie eine Seite schon ausgebaut, die andere Seite sind wir am Pressen. Und hier haben wir das Werkzeug schon mal vorbereitet. Im Endeffekt hier mit den zwei Rundteile oder mit dem Werkzeug kann man das Lager rausziehen und das neue Lager auch reinpressen. Wie das im Einzelnen aussieht, die Bauteile, was wir einbauen, zeigen wir euch vorne. Hier haben wir einmal gerade die Altteile, die Lenker, was wir austauscht haben, rechts, links. Und eine Buchse haben wir ja schon ausgebaut, die sieht so aus. Hat man allerdings das Gummi zerstören müssen, dass wir da Abzieher haben aufsetzen können. Und jetzt machen wir das alles mit neuen Schrauben, haben uns neue Schrauben geholt. Teilweise auch Originalschrauber, weil es die im Zubehör nicht gab. Weil wir gesagt haben, die Schrauber erstmal rausmachen, wollen wir einfach sicher gehen, dass wir die wieder sauber ansetzen können, dass der Kopf nicht rund ist. Und von dem her haben wir uns teilweise auch originale Schrauben geholt. Genau, und wenn das Lager draußen ist, pressen wir das neue Lager rein. Und dann kommt hier so ein Sicherungsring drauf, dass es nur verrutschen kann. Genau. Also ich, wenn alles läuft, wenn die nicht zu viel Korrosion vorhanden ist, Alufraß, dann ist es sehr einfach, die Arbeit. Aber wenn halt der Alufraß vorhanden ist, kann es auch manchmal sein, dass man den Spindel von dem Spitzabziehwerkzeug reißt und man braucht nur ein neues Werkzeug oder neue Spindel. Also von dem her, eine Kostenabschätzung von solchen Arbeiten ist da ganz, ganz schwierig. Wollen wir eigentlich nur zeigen, wie wir da vorgehen, was wir alles machen. Genau, also von dem her, Servus mal. Bis bald, euer Felix.